Und da sind wir auch schon wieder in der Unterwelt. Hoffentlich schaffen wir es, Goldo jetzt endlich zu besiegen. Mit den Steinriesen sind wir glücklicherweise noch fertig geworden. Aber was ist denn das jetzt? Sind wir jetzt in Hogwarts gelandet? Mit bewegenden Treppen und solchen Späßen? Hey. Das könnt ihr doch nicht machen, sowas. Der verwirrt mich. Oh, geh da jetzt hier irgendwie erst Schwein, du. Generieren doch immer wieder neue. Oder soll ich den aus dem Weg gehen? Ah, verstehe, die entstehen wohl. Nee, ist doch nicht. Sinnloses Metzeln hier. Beziehungsweise Metzeln ist es ja nicht mal, es ist ja nur sinnloses Sterben. Für die Zwerge ausgedacht. Ah, Feuer. Verspielte Gesellen, diese Geister. Was wohl passiert, wenn ihr die Zwerge mit etwas Flüssigem versorgte? So erhöht ihr ihre Chancen. Na dann. Thank you.
ein wenig motivieren. Aber nicht dauerhaft? Oder wie? Oder was? Er hat das Gold genommen! Ihm nach! Ja. Keiner mischt sich in mein Spiel ein! Was ist denn jetzt das Gold? Stuhl? Antwort in die Kommentare. Okay, wer hat denn jetzt das Gold? Ich glaube, das muss ich mir in der Wiederholung ansehen. Hat der Geist das Gold? Warum nicht die Zwerge nutzen, wenn sie da sind? Hm, eigentlich ganz heimlich, diese Verdammte. Ihr wählt alle! Vielleicht noch ein bisschen Leben und ein bisschen Mana? Zwerge, helft mir, ich hab euch Bier besorgt. Die neuen, ich glaub, selbst die gefallenen Zwerge kommen neu. Ja klar, der kommt natürlich wieder nie mit. Unheimlich. Und ich rede jetzt nicht nur von den Grafikfehlern. Klatschklei, aber kein Beifall. Große Grabkammer.
sehen, was hier Schönes gibt. Auf jeden Fall erstmal viel Ärger. Wie soll es auch anders sein? Den gefallenen Scherigen auferstehen lassen wollen wir nicht oder was? Dort mal schön, meine Freunde. Jetzt habe ich wieder 39. Ich gehe eigentlich jetzt doch irgendwie wiederbelebt, oder? Naja, egal. Okay. Ah, verdammt, den hätte ich gebraucht, wa? Gut, jetzt aber. Komm. Hallo? Mal sehen, ob ich ihn auch für die Tür oben nutzen kann. Komm, Juri. Folge mich. Also Weisheit hast du nicht, das Löffel gefressen. Okay. Die dummen Versuche lasse ich jetzt mal außen vor. Ich melde mich wieder, sobald ich den in die gewünschte Richtung gebracht habe. Also ich habe ihn zwar noch nicht in der Richtung, aber eine andere Idee. Vielleicht... vielleicht anders. Könnte
könnt ihr das nicht. Alles klar. Na, 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 warte, das kommt nochmal zurück hier. Nicht, dass ich euch nicht zutrauen würde, die lebend irgendwo hinzubekommen, aber ich traue es euch nicht zu. Ah, hier ist alles klar. Ich muss doch die Zwerge holen. Jetzt die Gussform weggeschafft? Scheint so. Oder ihr versucht es zumindest. Ihr könnt jetzt die Rüstung des Feuers schmieden, Meister. Wenn ihr diese Rüstung tragt und von Gegnern getroffen werdet, gehen sie gelegentlich in Flammen auf. Ich wäre selbst einmal fast in Flammen. Aber reden wir nicht davon. Gut, haben wir eben doch noch eine Folge, bis wir über diese Unterwelt herrschen. Ich hoffe, es war trotzdem angenehm für euch und ja, in der nächsten Folge seht ihr, wie wir dieses Goldfass zu den Zwergen bringen und sie zu Goldo schaffen. Bis dahin, eure Aufgaben sind bekannt.